Vitamin D ist ein Nahrungsergänzungsmittel, welches ich quasi jedem Menschen uneingeschränkt empfehlen würde, weil ein Mangel einfach so häufig ist. Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit und Erschöpfung, Entzündung, depressive Verstimmung und noch viel mehr können durch einen Mangel hervorgerufen werden. Mein Name ist Tobias von Knop und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Und in diesem kurzen Video schauen wir uns an, wie du Vitamin D insgesamt besser in den Körper aufnehmen kannst und somit das Optimale aus deinem Nahrungsergänzungsmittel herausholen kannst. Was auf jeden Fall relativ sicher ist, dass es beinahe unmöglich ist, ausreichend Vitamin D über die Nahrung zu dir zu nehmen. Ein wichtiger Faktor für die ausreichende Aufnahme von Vitamin D ist auf jeden Fall, dass du ausreichend Gallenflüssigkeit hast. Denn Vitamin D zählt zu den sogenannten fettlöslichen Vitaminen. Das heißt, du brauchst auch die Enzyme, die Fette letztendlich aufspalten und zur Verdauung beitragen. Und diese befinden sich zu großen Anteilen dann in der Galle. Dann gibt es noch drei Kofaktoren, die die Aufnahme bedeutend verbessern und diese kannst du tatsächlich auch aktiv beeinflussen. Und zwar handelt es sich um die Nährstoffe Magnesium, Zink und Vitamin B6. Dann ist auch vielleicht noch die Frage, wie viel Vitamin D solltest du täglich zu dir nehmen? Und da empfehlen wir, um den Vitamin D-Spiegel konstant anzuheben, zumindest 10.000 Einheiten täglich einzunehmen, in Kombination mit Vitamin K2. Zum Thema Vitamin D haben wir bereits einige Videos abgedreht. Da kannst du einfach mal hier klicken und dir einige Videos dazu anschauen, wenn du noch nicht so gut informiert bist über dieses Thema. Wir packen dir unsere Empfehlung für Nahrungsergänzungsmittel, also einmal für Vitamin D und K2, aber auch für Magnesium, Zink und Vitamin B6 einmal unten in die Videobeschreibung. Da kannst du einfach dem Link folgen und dir das passende Mittel aussuchen, falls du dies nutzen möchtest, um deine Aufnahme zu verbessern. Und ansonsten freuen wir uns riesig, wenn du uns unterstützt, uns ein Like und ein Abo dalässt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.